Die Sehr Bühne ist gut. euch. Wunderbar. Wir haben ja gerade schon 1a mit dem Thema angefangen, nämlich mit Einverständnis und Einvernehmlichkeit aushandeln für eine Aufnahme dieses Videos. Aber fangen wir doch nochmal von vorne an. Wer sind wir denn? Jasmin. Hi, ich bin Jasmin Neitzel. Ich bin im Rollenspiel schon in zahlreichen Funktionen unterwegs gewesen. Ich würde sagen, hauptsächlich Spieldesignerin und Lektorin, Verlagsperson im ganz weiten Sinne und Community Managerin. Ich podcaste bei Nerd ist ihr Hobby. Pronomen sind sie und ihr. Ja, sehr schön. Ich bin Andrea Rick. Ich fange mal hinten an mit dem neuesten Job, nämlich ich bin Inhaberin von Plot Bunny Games. Ich bin außerdem Game Designerin, Grafikdesignerin, Lektorin, Übersetzerin und mache natürlich all diese Sachen jetzt auch für Plot Bunny Games. Und habe mich auch außerhalb von Rollenspiel schon viel mit Konsens und Kommunikation darüber beschäftigt. Und von daher war das für Jasmin und mich ein relativer No-Brainer zu sagen, wir machen das zusammen und lass uns mal über Konsens bzw. Consent reden. Das Erste, was wir dabei sagen müssen, weil wir ja hier auch in einem Umfeld sind, wo Leute politisch unterwegs sind, was mit Konsens gemeint ist oder Consent, wir benutzen das hier synonym, ist nicht politischer Konsens im Sinne von, wir reden so lange, bis niemand mehr was dagegen hat, sondern es ist gemeint, Konsens im Sinne von, alle sind einverstanden und fühlen sich wohl mit dem, was passiert. Und es geht jetzt nicht darum, Kompromisse zu machen, die man nur mit Zähneknirschen über sich ergehen lässt. So, das Genau. ist, genau. Hast du da noch was zu ergänzen, Jasmin? Ja, Einvernehmen und eben Consent im Englischen, wenn man hier konkret auf Sprachspiele achten möchte. Aber lass uns einfach von Einvernehmlichkeit als Basisdefinition ausgehen. Und ihr wisst roundabout, was gemeint ist. Und wenn nicht, nehmt die Gelegenheit wahr, Nachfragen zu stellen. Wir würden allerdings erstmal ein bisschen uns unterhalten, wie gesagt, für Verständnis, Nachfrage und so sehr, sehr gerne unterbrechen. Wir würden am Ende aber eher das Gespräch aufmachen, nachdem wir einmal durch die Basics, durchgegangen sind. Ja, genau. Wieso ist denn Konsens im Rollenspiel überhaupt wichtig? Wir haben von Anfang an gesagt, es gibt grundsätzlich erstmal zwei Ebenen im Rollenspiel. Und einmal gibt es die Ebene von uns, die wir am Tisch sitzen und spielen oder im Online-Call sitzen und spielen. Und es gibt die Ebene unserer Figuren, die wir spielen und die untereinander oder die mit der Spielleitung oder mit, ja, genau, also sozusagen in der Welt und wir in der realen Welt. Genau. Das wollen wir aber alles ein bisschen genauer aufschlüsseln und haben jetzt gedacht, wir fangen vielleicht mal mit den offensichtlicheren Sachen an, wo Leute vielleicht auch schon gedacht haben, ah ja, klar, stimmt, da machen wir ja Konsens im Rollenspiel und uns dann so vorarbeiten zu Themen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, wo vielleicht noch nicht alle so genau drüber nachgedacht haben, auf welcher Ebene das überhaupt stattfindet. Genau, ja, und diese spielenden Figurenebenen und sowas sind auch relevant, weil wir erzählen beim Rollenspiel eben gemeinsam eine Geschichte, kollaborativ, und da ist halt Einvernehmen, damit die Geschichte eben auf einer gemeinsamen Ebene bleibt, mit der die Leute einverstanden sind, sehr relevant und muss halt auch immer wieder ausgehandelt werden und ist auch einfach ja, Teil von Rollenspiel. Kultur. Ganz klassisch gibt es natürlich diese Frage, was wollen wir eigentlich spielen? Also ein Einvernehmen auf, was machen wir hier? Das wird sehr oft dann als Session Zero oder Vorgespräch oder was auch immer geframed, aber ist natürlich auch eine Abfrage von Consent der Teilnehmenden. Genau. Und im Grunde fängt es ja schon damit an, in dem Moment, wo ich eine Spielausschreibung irgendwo poste oder zu Leuten sage, wollen wir heute Fräulein Wernbrooks Pensionat für junge Damen spielen? So, und irgendjemand sagt, ja, dann haben wir auch schon darüber einen Konsens hergestellt. Und das geht natürlich auch in diese ganzen Details. Wann spielen wir, wie oft spielen wir exakt nach den Regeln, haben wir irgendwelche Hausregeln und so weiter, all diese Dinge, die ihr vielleicht auch kennt, die in einer Session Zero stattfinden. Das würde ich jetzt auch gar nicht so super im Detail aufschlüsseln, weil da gibt es genug, was man nachlesen kann, was in Session Zeros stattfindet und besprochen werden kann und oft auch sollte.
Von daher würde ich sagen, halten wir den Teil eher ein bisschen kurz und machen die anderen Sachen ein bisschen ausführlicher. So. Genau, worüber auch immer wieder gesprochen wird, in der Rollenspielszene teilweise auch kontrovers sind Safety-Tools, also Sicherheitsmechaniken, die man praktisch auf Regelbasis einbringt, um ja, das Spiel zu strukturieren und eben Konsent oder die, ja, halt auch die Abwesenheit von Konsent für Inhalte, die ins Spiel eingebracht werden, auszudrücken. Da gibt es natürlich ganz formelle Dinge wie die Tür ist immer offen und du kannst jederzeit gehen oder ey, wir können jederzeit auf out of character, also auf der spielenden Ebene, nicht auf der Figurenebene, über diese ganze Situation sprechen. Das sind halt auch schon Sicherheitsmechaniken oder eigentlich, ey, ich werde nichts tun, von dem ich nicht glaube, dass es im besten Sinne des Spiels und unserer Figuren ist. Also diese I will not abandon you Sachen, also einfach Dinge, die oft gar nicht so formalisiert sind oder halt auch einfach, ich kenne ja meine Runde, als ich weiß, wie ich die Menschen in meinem Umfeld einschätzen kann und ich habe ihre Limits in anderen Kontexten kennengelernt. Auch das sind bereits sehr informelle Sicherheitstechniken, aber es gibt eben auch welche, die ja formeller sind und eben klarere Brüche haben. Also ich Genau, würde ich jetzt habe halt, genau. bitte. Ich habe jetzt gerade hab schon die schöne Kartensammlung in die Kamera gehalten. Die hat Nudge mir gebastelt. X-Karte kennen viele. Das ist meistens das Zeichen für, lass uns jetzt sofort unterbrechen und es muss irgendwas rausgenommen oder geändert werden. Dann gibt es Genau. aber auch die für Fortgeschrittene, die N-Karte ist, wir nähern uns einer Grenze und sollten vielleicht etwas langsamer vorwärts gehen. Und wir haben das O für, ist alles okay. Also auch grünes Licht für. Läuft, ist super, auch wenn ich gerade heule, ist es super, dass ich gerade heule, weil es bewegt mich alles und weitermachen. Und es gibt die Fragezeichenkarte für, wo man sozusagen nonverbal auch fragen kann, ob alles okay ist bei den anderen. Was es auch gibt, es gibt natürlich, wie gesagt, wir jetzt auch nicht alle Safety-Tools einzeln aufschlüsseln. Auch da gibt es ja praktische Sammlungen, aber ich würde gerne noch nennen Lines und Veils, wo man im Grunde vorher festlegt, welche Themen sollen im Spiel überhaupt vorkommen oder eben nicht vorkommen und welche dürfen vorkommen oder in der Hintergrundgeschichte existieren, aber wir gucken sie nicht im Detail an oder blenden halt im Zweifelsfall ab, wenn sie sozusagen in der Spielwelt passieren. Script Change ist eine ganze Toolbox mit verschiedenen Elementen, wo man ein bisschen nuancierter diese während des Spiels Änderungen Ja. mit handhaben kann. Also da kannst eine Pause machen, du kannst vorspulen und sagen, ey, Im haben wir Grunde jetzt noch ist was es ja. Interessantes oder können wir einfach skippen, bis wo es wieder interessant wird? Oder zu sagen, warte, nee, was ich gerade gesagt habe, ich spule nochmal zurück und mach das nochmal neu, weil das passte mir gerade gar nicht. Und also da gibt es nochmal eine nuanciertere Palette an Tools, mit denen ihr arbeiten könnt Genau, oder es ist im spielen Grunde könnt, eine vor allen Dingen. Fernbedienung für das, für eure Rollenspielrunde. Genau. Dieses Toolset, Beau Sheldon übrigens hat es geschrieben, es ist eins, was eine klare, urhebende Person hat und ja, basiert aber halt auch auf anderen Sachen, die auf Spielmechanik-Ebene schon in zum Beispiel Archipelago, halt einem Spiel aus dem norwegischen Umfeld drin waren. Aber all diese Tools, die man hat, zahlen halt auch in die Gesprächskultur am Tisch ein. Also sehr viel Konsent ist halt auch einfach wirklich der Dialog, der eben Rollenspiel formt. Also wenn man eben nachfragt, so, ey, bist du gerade okay damit? Und wir haben eine Meldung, die nehme ich mal direkt dran. Bitte, Lea. Hi, ich wollte euch einfach bitten, wenn ihr was benennt, das langsamer und klarer auszusprechen. Also ich denke, für euch sind das alles geläufig, so die ganzen Namen, aber also für mich auf jeden Fall nicht. Und dann verstehe ich es nicht ganz deutlich und dann bleib ich halt hängen. Also ich würde mich einfach freuen. Sicherlich gerne. Danke für den Hinweis. Und gibt es noch irgendwelche Begriffe, die du rückfragen möchtest? Ich habe jetzt ganz viel nicht verstanden. Das ist okay. Also ich steige jetzt einfach wieder neu ein.
Ich habe jetzt gerade meinen ganzen Stapel Safety-Tools mit deutschen und englischen Namen in das Pad gepostet. Ich poste nach der Sitzung gerne noch die Links dazu. Die sind meistens englisch, aber dann hat man zumindest einen Startpunkt. Das aber, dann habt ihr zumindest die Namen der Leute und die Begriffe und könnt im Zweifelsfall selber nochmal loslegen, weil ich würde jetzt auch ungern, dass wir heute nur über Safety-Tools reden. Weil da kann man natürlich auch einen ganzen Workshop zu machen, aber weil wir nur eine Stunde haben, ist das eben auch was, wo ihr hinterher losgehen könnt und selber mal diese Begriffe in eine Suchmaschine eures Vertrauens werfen und mehr rausfinden. Olaf, du bist stumm geschaltet noch. Sorry, mein Fehler. Lea, ich wollte nur kurz noch mal betonen, was Andrea auch schon gesagt hat. Im Etherpad, das auch verlinkt ist hier im Chat zu unserem Zoom-Treffen, unten auf der Seite, die da verlinkt ist, findest du eine Mitschrift, wo diese Begriffe, ich glaube, alle wichtigen stehen schon drin. Da kannst du sie auch noch mal nachschlagen, aber natürlich trotzdem versuchen wir jetzt, die neuen Begriffe etwas langsamer zu machen, ja. Genau. Genau, um an das anzuknüpfen, was Jasmin schon gesagt hat, ganz viel dieser Safety-Tools, es gibt die halt eben als formalisierte Tools, die dann einen Namen haben und eine Anleitung haben, aber ganz viel davon machen ganz viele Leute einfach eben auch informell, indem sie halt von vornherein, entweder was, das hat ja Jasmin auch vorhin schon gesagt, entweder wissen, dass irgendwer gerade mit einem Thema Schwierigkeiten hat und das dann einfach vermeiden oder einfach kurz mal sagen, hey, passt das für euch alle, wenn wir jetzt dies und das machen oder ist das okay für dich, wenn meine Figur jetzt einen Crush auf deine Figur entwickelt oder wie auch immer, das machen wir ja ganz oft einfach ganz normal im Gespräch miteinander. Und das ist im Rollenspiel ja auch nicht anders. Also so dieses, oder ist es okay, brauchen wir eine Pause? Wie lange spielen wir heute? Sind wir alle müde? Lass mal früher aufhören. Das ist alles auch Teil von Einvernehmlichkeit und Konsens und für das Wohlbefinden in der Runde sorgen. Genau, und es geht halt auch nicht nur um Sicherheit, sondern auch um den gemeinsamen kreativen Prozess. Also Safety-Tools sind ja tatsächlich dafür, da eben Limits zu wahren, Sicherheitsbedürfnisse zu haben, Dinge zu formalisieren. Aber eine konsentbasierte Gesprächskultur und auch eine konsentbasierte Erzählkultur geht, glaube ich, auch deutlich darüber hinaus und zieht sich eben oft durch das gesamte Spiel durch, dass halt eben Rückfragen gestellt werden, dass man eben, hey, wäre es okay, wenn ich das mit deinem Charakter einleite als Szene habe oder eben ja einfach auch Wünsche reinbringt, die die anderen annehmen oder eben auch ablehnen können, ohne dass da eben direkt ja eine Hemmung besteht, dieses zu tun. Also die Gesprächskultur konsentbasierend zu gestalten und das ist ja halt auch an sehr vielen Spieltischen einfach, ist genauso Teil davon und geht ja weiter als wir müssen uns sicher fühlen und brauchen sozusagen Schutzmechaniken. Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich finde es auch wichtig, einfach klar zu machen, dass, deswegen ich so sage meistens auch immer Konsens und Safety Tools oder Konsens und Sicherheitstools, um eben klar zu machen, die Sicherheit ist ein Aspekt davon, aber eben nicht der einzige. Und eigentlich geht es darum, dass wir alle Interesse haben an dem, was wir da zusammen machen und dass wir alle mit der grundsätzlichen Entwicklung okay sind. Und von daher, ich habe auch schon in Spielrunden gesessen, wo jemand im Grunde sowas Ähnliches wie die X-Karte benutzt hat, um was zu ändern, was einfach langweilig war. So, das ist so völlig legitim. So, genau. Um eben dieses Wohlbefinden insgesamt herzustellen und nicht nur auf der Ebene von, bin ich getriggert oder nicht. Weil dann, wenn das die Grenze ist, dann ist schon vorher viel schiefgelaufen in der gemeinsamen Kommunikation und in dem aufeinander achten und miteinander kommunizieren, meiner Meinung nach. Genau, weil ja im Rollenspiel, man möchte ja gemeinsam eine Geschichte erzählen und erleben, ein gemeinsames Erlebnis, einen gemeinsamen Vorstellungsraum schaffen. Und das geht halt nicht ohne, ja, Konsent, weil sonst ist es halt keine gemeinsame Geschichte mehr, die dort geschieht. Und das zieht sich halt auch in Spielmechaniken rein. Und selbst in sehr Freeform-Spielen ist halt die Deutungshoheit über die eigene
hätte gerade meine Hand erkannt, ja, dass ich Geil. selber einen Hoch darum gegeben habe. Nee. Selbst in sehr Freeform-Spielen ist die Deutungshoheit über Erzählelemente wie eben das Befinden oder die Handlungen der eigenen Figur halt sehr zentral. Also, das ist eine der ersten Regeln, die die allermeisten Leute aufstellen, selbst wenn sie gerade, keine Ahnung, anfangen, irgendwie in so ein Rollenspiel reinzusliden, weil sie, was ich, weil Sexting weitergeht oder weil sie halt irgendwie Fanfiction gemeinsam schreiben und beide eine Figur haben. Also so bei sehr niedrigschwelligen Einstiegen ins Rollenspiel ist die Regel, wer erzählt was und was ist sozusagen auch das, über das ich entscheiden darf, sehr zentral im Rollenspieldesign, spricht man da dann von Player Agency. Ja. Was ich dazu gerne noch dazufügen würde, ist, dass das natürlich, also wenn wir von Spielenden reden, meinen wir immer auch die Spielleitung, wenn es eine gibt. Weil auch die Spielleitung ist natürlich erstens als Person am Tisch und hat das Recht, Dinge zu ändern, die nicht cool sind. So, da sind wir ja letzten Endes alle auf dem gleichen Level. Und wenn es gar keine Spielleitung gibt, dann ist natürlich, muss trotzdem natürlich verteilt werden, wer von uns jetzt was erzählen darf oder auch für welche Teile der Geschichte verantwortlich ist. Wenn es eine Spielleitung gibt, gibt es häufig so diese Grundannahme aus einem traditionellen Rollenspiel, dass die Spielleitung alles entscheiden darf und dann wird sozusagen portionsweise den Spielenden das Recht zugeteilt, über ihre eigenen Figuren und deren Gedanken und Gefühle und Handlungen zu entscheiden. Und es gibt aber eben immer mehr Spiele, die eben versuchen, den Spielenden erstens mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben und damit aber eben auch mehr Verantwortung auf alle in der Runde zu verteilen und nicht nur, dass alles an der Spielleitung hängt. So. Auch das ist eben in diesem Player Agency wichtig, als Hintergrund mitzudenken, in welchem Setting wir spielen. Also haben wir überhaupt eine Spielleitung? Ist unser Spiel sehr traditionell oder ist das eher Freeform? Und das ist, da wird davon ausgegangen, dass wir alle verantwortlich was beitragen und zwar über unsere eigene Figur hinaus. So. Ein bisschen formalisierter sieht man das zum Beispiel in vielen Spielzügen. Also ich habe jetzt gerade spontan fiel mir ein in Lasers und Feelings. Moment, nee, jetzt erzähle ich Quatsch. Ich spule nochmal zurück. Es gibt in einigen Spielen, insbesondere zum Beispiel Powered by the Apocalypse Spielen oder ähnlichen erzähllastigeren Spielen, zum Beispiel Spielzüge, wo dann je nachdem, wie das Würfelergebnis gewesen ist, in der Anleitung steht, wer das erzählt. Also es ist zum Beispiel häufiger so, dass die Spielenden erzählen dürfen, beziehungsweise ihre Figuren erzählen dürfen, wenn es ein Erfolg gewesen ist und dass die Spielleitung, also sozusagen das Erzählrecht in Anführungsstrichen gewinnen durch den guten Würfelwurf. Und wenn es schief geht, dann bleibt das oft bei der Spielleitung und dann oder bei jemand anders in der Runde. Und dann hat man eben nicht über den eigenen Misserfolg oder Teilerfolg zu entscheiden. Ich habe ein paar konkrete Sachen auch rausgesucht, weil das war ja jetzt eine sehr allgemeine Beschreibung. Ich habe aber ein paar Beispiele rausgesucht in Spielen, wo in den Spielzügen sehr klar behandelt wird oder sehr klar festgeschrieben ist, wer was entscheidet und wo eben auch das nicht nur auf der Ebene der Spielenden, also ich entscheide über meine Figur, so und Moment, ich muss nochmal einen zurückgehen. Ich bleibe nochmal kurz bei der Ebene der Spielenden. Also, wir haben schon gesagt, die Spielenden entscheiden über ihre eigenen Figuren normalerweise. Und da gibt es auch von Vincent Baker, einem der AutorInnen von zum Beispiel Apocalypse World, dem ursprünglichen Spiel, was die ganze Powered by the Apocalypse-Geschichte begründet hat, gibt es eine interessante Artikelserie, da poste ich die Links auch hinterher ins Pad, wo er diesen Unterschied nochmal aufgemacht hat, dass unsere Figuren sich streiten, vielleicht, dass wir aber als Spielende gemeinsam sozusagen deren Kampfchoreografie schreiben oder uns eben ausdenken. Also das heißt,
Ich kann zwar entscheiden, meine Figur greift deine Figur an, aber ich kann nicht entscheiden, wie reagierst du darauf? Ich kann nicht entscheiden, schlägst du zurück, rennst du weg, versuchst du zu verhandeln, versuchst du mich zu verführen, versuchst du dir Unterstützung zu holen. Das liegt alles nicht in meiner Entscheidung, das ist deine Figur. So. Und Und relevant, sorry, genau. relevant an dieser Stelle auch, dass eben ja ein bisschen mehr die Schere zwischen das möchte meine Figur und das möchte ich als spielende Person aufgeht, denn ja, das Ziel der Spielenden ist halt wahrscheinlich auch einvernehmlich einen spannenden Kampf zu gestalten, also dass diese Szene als Erzählung spannend wird. Das ist halt ein anderer Ansatz als eben herausforderungsorientiert. Ich versuche hier zu gewinnen. Auch dazu kann man natürlich einvernehmlich sich entscheiden, aber das ist dann eben ein anderes Regelwerk und eine andere Art von Spiel. Also wo man dann eben sagt, wir benutzen die zum Beispiel Mechaniken, um in einem Minigame uns Schadenspunkte zuzufügen, bis eine Person klar gewonnen hat. Das ist ein anderer Ansatz, als zu sagen, okay, wir gestalten gemeinsam eine spannende Szene, wo unsere Charaktere rauskommen und wir etwas über unsere Figuren aussagen, dadurch, wie sie kämpfen. Und entsprechend muss man auch mit dem Konsent im Spiel anders umgehen. Also man fragt in einem traditionellen Kampfsystem nicht, ist es okay, wenn ich dich jetzt angreife oder wenn ich jetzt dieses Manöver mache? Das ist aber durchaus eine absolut legitime Frage in einem erzählerischeren Ansatz. Ich habe auch da mal ein Beispiel. Und zwar gibt es in Fräulein Bärenbocks Pensionat für junge Damen die Szene Ein Kampf. Da wird der Konsens natürlich erst hergestellt, indem man gemeinsam sagt, ja, wir spielen diese Szene. Und dann haben die Figuren halt jeweils eine gemeinsame Liste, aus der sie Dinge auswählen. Und das sind Fragen und die stellt man sich sozusagen abwechselnd gegenseitig. Und das sind zum Beispiel solche Dinge wie, ich lande einen harten Treffer. Weichst du zurück oder schlägst du umso härter zurück? Das heißt, ich erzähle, was meine Figur tut und du erzählst, wie deine Figur darauf reagiert. Dann bist du dran und sagst zum Beispiel zu mir, ich bin einen Moment lang unaufmerksam und du hast die Gelegenheit, einen leichten Treffer zu landen. Nutzt du sie? Also das ist, was ja auch so ein bisschen auf der Figurenebene die Frage ist, kämpfst du fair oder suchst du deinen Vorteil und darauf antworte ich dann wieder und so weiter und so fort. Und da geht es eben auch viel mehr, also nicht nur um die Kampfhandlung, die kann man natürlich trotzdem drumherum erzählen, sondern auch um dieses, was macht diese Kampfsituation mit der Beziehung der Figuren? Und das ist natürlich eine andere Ebene, als wenn wir sozusagen einfach in Anführungsstrichen nur Punkte auswürfeln, weil der Fokus des Erzählens an einer anderen Stelle liegt und vor allen Dingen anders in Regelmechaniken festgeschrieben ist. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Wir haben eine Ich, Meldung oh ja, übrigens. da habe ich nicht gesehen. Ich habe Danke. nur eine ganz kurze Rückfrage, weil so von dem Konzept finde ich das alles sehr einleuchtend und spannend. Du hast jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal dieses Pensionat für junge Frauen. Ist das einfach ein System im Rollenspielsystem oder also was du gerne spielst, weswegen du es erwähnst, oder hat das nochmal irgendwas Ja. Wichtiges für Okay. das System? Also ich kenne einfach nur das Ja, danke, System danke. nicht. Danke für die Frage. Gute Frage. Ich mache jetzt doch die Werbeeinblendung. Es war eigentlich gar nicht geplant, aber Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen ist ein Spiel, was ich geschrieben habe und was bei Plot Bunny Games letztes Jahr gecrowdfundet wurde, was jetzt in der Fertigstellung ist. Und deswegen beziehe ich mich da drauf, weil ich habe es selber geschrieben und ich bin halt sehr, sehr, sehr vertraut mit den Mechaniken, die da drin stehen. Ich poste auch den Link zumindest zum Crowdfunding hinterher ins Pad rein. Ansonsten findet ihr natürlich später auch Infos zu dem Spiel auf der Plot Bunny Games Webseite. Auch das kommt alles hinterher ins Pad. So. Finde ich gut, finde ich auch vollkommen in Ordnung hier an dieser Stelle, das auch noch mal da auch ein bisschen Werbung zu machen, weil darum geht es ja auch, den Horizont zu erweitern und andere Spielmechaniken kennenzulernen. Und wenn das da so gut passt, finde ich das schön, da reingucken zu können. Ich will es jetzt halt nur nicht derailen, weil damit ich jetzt eine halbe Stunde über das Spiel rede, sondern genau deswegen habe ich auch noch ein anderes Spiel rausgesucht. Und zwar habe ich aus Passion de las Pasiones rausgesucht. Das ist ein Telenovela-Rollenspiel, powered by the Apocalypse. Gott, jetzt habe ich nur das Playkit und kann daher
Gott, peinlicherweise. Moment, ich suche den Namen raus, weil das finde ich jetzt schon wichtig, dass ich zumindest den Namen des Autors auch nenne. So. Das ist von. Warum ist denn hier kein Cover drin und kein. Okay. Es tut mir sehr leid, ich habe den Namen des Autors nicht zur Brandon Hand. Leon Das. Gambetta. Danke dir. Danke dir. Kommt auch ins Pad. Ist jetzt nicht im Spielmaterial gewesen. Gut, was ich eigentlich erzählen wollte, ist der Spielzug. Passion sei das Passion ist, wie gesagt, man spielt eine Tele also man spielt den Inhalt einer Telenovela. Und wer Telenovelas kennt, weiß, das ist Drama hoch 12. Und alles eskaliert auf allen möglichen Ebenen. Es wird sich ständig belogen, betrogen, hintergangen, angegriffen, versöhnt, verführt und so weiter. Und entsprechend ist auch das Spiel. Und weil wir ja so viel mit so hochflackernden Emotionen zu tun haben auf der Ebene unserer Figuren, hat das Spiel natürlich, muss das Spiel natürlich gucken, dass es irgendwie den Konsens trotzdem beibehält. Und da gibt es zum Beispiel den Spielzug Express your love passionately, also drücke leidenschaftlich deine Liebe aus. Und das kannst du tun. Und wenn du einen Erfolg würfelst, dann kann dein Gegenüber, also die andere Figur, beziehungsweise die Person, die diese Figur spielt, entscheiden, ob sie sich dir hingibt oder ob sie dir ein Geheimnis enthüllt, was sie eigentlich nicht verraten sollte. Das heißt, ich kann zwar sagen, ich erkläre meine Liebe, ich kann aber nicht würfeln, ich verführe dich und damit musst du jetzt leben. So, das heißt, der Konsens ist ganz klar, sowohl für die Figuren als auch für die Spielenden. Ich kann einen Impuls reingeben in die Welt, aber ich kann nicht die Entscheidung darüber treffen und auch die Würfel treffen nicht die Entscheidung darüber, ob das klappt oder nicht. So. Und wenn es ein hoher Erfolg ist, dann kriege ich noch eine zusätzliche Information, wen sie denn, ob sie mich lieben, ob sie jemand anders lieben. Und das macht dann natürlich, ist natürlich wieder weitere Gründe für Drama und weitere Entwicklung der Geschichte. So. Und diese Grundmechanik von wer trifft die Entscheidung, das macht dieses Spiel an ganz, ganz vielen Stellen. Und dafür finde ich das wirklich sehr, sehr gut, um zu gucken, wo Konsens eben auch auf einer Regelebene stattfindet. Aber wir haben ja noch weitere Ebenen von Konsens im Spiel, und zwar auf der Ebene der Figuren. Willst du was dazu erzählen, Jasmin? Ja, sehr gerne. Also wir haben ja schon über Grundlagen gesprochen, eben Player Agency. Ich habe die Deutungshoheit über meine Figur. Ich habe Erzählrechte aus meiner Figur heraus zu erzählen, was halt fast universell für die allermeisten Spiele gilt. Und damit habe ich natürlich auch Möglichkeiten, Konsent auf der Ebene der Erzählung auszudrücken. Eben die Spielleitung beschreibt, dass irgendeine Szene von Gewalt passiert, dann gehe ich als Figur hin und sage, ich sehe mir das näher an. Und damit sage ich, meine Figur sieht sich das näher an, aber auch in der Regel, ich als Spielende habe Interesse daran zu sehen, was da passiert. Und so kann man eben dadurch, dass man seine Figur als Avatar mehr oder weniger steuert und dahin geht oder so handelt, wo es einen interessiert, wo man eben mehr möchte, wo man eben auch bereit ist, ja, mit diesem Element der Geschichte sich zu engagieren. Da kann man hingehen und so Konsent einfach auf der Figurenebene ausdrücken, genau wie man eben auch auf der Figurenebene natürlich andere Figuren fragen kann, ob was man gerade tun möchte, ja, angebracht ist. Und ja, sehr viel funktioniert einfach darüber, dass eben der Konsens sich durch, ich handle in eine Richtung, die anderen handeln auch in eine Richtung und unsere Figuren tun Dinge und wir sind entsprechend ja, daran interessiert und haben drücken Konsent aus, einfach indem wir weiter mitspielen. Das funktioniert oft sehr, ich sag mal, regelsystemunabhängig in diese Richtung, bitte. Ich würde dazu gerne was ergänzen, bevor wir auf die Frage im Chat eingehen. Wichtig ist dabei natürlich, dass man, wenn man das versucht, nur auf der Ebene der Figuren auszuhandeln, ich reagiere jetzt auf das, was du sagst oder halt nicht,
kann es manchmal sehr schwer sein, rauszufinden, ist das jetzt gerade die Figur, also gerade wenn es zum Beispiel um Konflikte geht, ist jetzt die Figur genervt von, ich sage jetzt mal, der dummen Anmache, also ich rede jetzt von Situationen, die ich selber im Rollenspiel auch schon erlebt habe, ist jetzt die Figur genervt von der dummen Anmache oder bin ich als Spielerin genervt und weiß nicht, wie ich es stattdessen sagen soll und lasse dann meine Figur genervt sein. Und wenn man halt in so einer Konfliktsituation zwischen den Figuren nicht sicher ist, ob die Spielenden trotzdem noch Spaß haben, macht es auch da trotzdem immer Sinn, sicherheitshalber auf der Metaebene nachzufragen, geht es euch allen gut? Ist das für uns alle gut? Ist das gerade cool, dass wir diesen Konflikt haben? Oder ist die Genervtheit gerade echt und wir sollten was ändern? Dass man eben diese Ebene nicht vermischt, weil wir können, unsere Figuren können sich noch so scheiße zueinander oder zu anderen verhalten, solange für uns als Spielende das in Ordnung ist. Aber es muss halt geklärt sein, dass es für uns als Spielende in Ordnung ist. Und da schadet es eben nicht, im Zweifelsfall kurz nachzufragen. So. Genau, da kommt man dann an den Genau. Punkt, wo eben sozusagen der Konsent der Figuren und der Spielenden auseinandergeht. Halt dieses, oft ist auch Konsentfindung im Spielen ein wichtiges Element im Sinne von, welchen Weg nehmen wir? Wollen wir die linke oder die rechte Tür öffnen, um mal ganz klassische Beispiele aus traditionellsten Rollenspielsituationen zu nehmen? Da ist ja Konsentfindung letztlich einfach ein, ja, ein Ding, was drin war. Und früher gab es durchaus in, also ganz, ganz oldschool 70er-Jahre-Spielen, gab es die Rolle des Corners, der am Ende gesagt hat, ich sage, was die Entscheidung der Gruppe gewesen ist, so, um auch die Diskussionen irgendwann abkürzen zu können in Momenten, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Da ist heute, glaube ich, eine andere Gesprächskultur, die sich daraus entwickelt hat und es eben mehr Mehrheitsentscheidungen oder. Aber wir haben auch eine Frage aus Ja. dem Chat und da Darf ich ganz kurz dazwischen? Ich würde nämlich natürlich. super gerne noch ein neues Beispiel, wo man sozusagen im Spiel Konsens erzeugt, nämlich zum Beispiel Brindlewood Bay in dem Theorieaufstellen-Spielzug am Schluss, wo man sich sozusagen die Spielenden sich einig werden müssen, was ist denn jetzt, was bedeuten all diese Hinweise und wer war es jetzt? Und dann wird hinterher noch einmal gewürfelt, ob stimmt oder nicht. Aber sozusagen, das ist ja auch Teil des Spiels, wo sozusagen die Ebene zwischen der Figur und und den Spielenden vermischt, während sozusagen dieses Theorieaufstellen-Gespräch geführt wird. Also das findest du halt nicht nur in traditionellen Rollenspielen. Das fand ich noch wichtig an der Stelle. Genau. Wollen wir auf die Frage jetzt eingehen oder musst du vielleicht am ehesten sagen, Jasmin, Können weil wir, die an dich geht? nehmen wir sie doch. Möchtest du sie Genau. vorlesen, damit ich Ja. nicht auf mich selber antworte? Ja, ich lese die Frage vor aus dem Chat. Jasmin sprach an, dass bestimmte Spiele oder Spieltraditionen auch bestimmte Verhaltensweisen und Erwartungshaltungen mit sich bringen, die unterschiedliche Erfordernisse für das Klären von Konsent bedeuten. Das erschwert Konsent, wenn man mit den Gepflogenheiten und Erwartungen der Tradition nicht vertraut ist. Könnt ihr dazu noch mehr sagen? Jasmin, kannst du dazu noch mehr sagen? Wir haben jetzt gerade sehr von Indie und traditionellem Spiel gesprochen. Das sind halt einfach im Grunde Erwartungshaltungen oder Spielkulturen. Und ich glaube, eine Spielkultur findet sich halt immer am jeweiligen Tisch und manchmal gibt es unausgesprochene Erwartungen. Also wenn wir jetzt einen Spieler von 1972 mit der Zeitmaschine bei uns reinbringen würden, dann würde er eben erwarten, es gibt einen Caller, der bei einem Konflikt der Figuren am Ende auf einer Metaebene die Entscheidung trifft. Wie hat sich die Gruppe entschieden? Weil man geht davon aus, die Figuren kommen immer zu einer Einigung und wir machen weiter. Das ist halt eine Spielkultur. Wenn diese Person halt auf jemanden trifft, der eben davon ausgeht, wir spielen halt den Konflikt unserer Charaktere aus, weil das ist, was mich hier interessiert. Und deswegen spielen wir das so lange aus und eventuell nutzen wir halt Mechaniken, um die Charaktere untereinander sich beeinflussen zu lassen, aber letztlich ist es der Konsent aller Spielenden, was am Ende geschieht. Und im Zweifel geht meine Figur ihren eigenen Weg, wenn es keinen Konsent gibt, diesen Weg zu gehen. Dann treffen da halt zwei Spielkulturen aufeinander, die unterschiedliche Interessen haben und die aber natürlich auch übereinkommen können, einfach indem sie ihre Erwartungen klären. Und dann kann immer noch der Konsent entzogen werden, miteinander zu spielen, dass die Person halt sagt, nee, ich bin überhaupt nicht interessiert an, ja, an internen Gruppenkonflikten oder Konflikten zwischen unseren Charakteren. Ich möchte, dass wir uns immer einig sind am Ende
und im Zweifel eine Person bestimmen darf, die wir wie auch immer konsensuell bestimmen als die Person, die bestimmen darf. Und andere sagen halt, ja, cool, ist auch mal interessant, ich lasse mich darauf ein und ich spiele jetzt diese Konflikte aus und dann sehen wir halt, wie unsere Charaktere am Ende zu einer Lösung gekommen sind und haben eben da mehr Erzählgewicht drauf. Also ich glaube, sich seiner eigenen Erwartungshaltung bewusst zu sein oder sich derer bewusst zu machen, wenn man eben auf Mitspieler trifft, die andere Erwartungshaltung haben und das auch zu benennen, ist, glaube ich, eine gute Practice, wenn man eben Consent finden will im Spiel miteinander. Ja. Und auf. Du bist stumm geschaltet. Ich lerne es noch irgendwann, an irgendeinem Barcamp lerne ich es noch. Ein wichtiger Teil davon, über solche Sachen überhaupt nachzudenken, sich überhaupt der Möglichkeit von sowas wie Konsensfindung oder Safety Tools bewusst zu werden, ist ja, dass wir solche Sessions wie diese hier haben. Dadurch spricht sich herum, oh, interessant, da könnte man ja drüber nachdenken. Und wenn ihr selber Runden habt, auch mit Regelsystemen, für die das vielleicht überhaupt nicht üblich ist und eine Session Zero macht oder Lines and Veils macht oder auch sowas wie Check-ins nach den Runden, dann ändert ihr dadurch die Stimmung am Tisch und die Haltung, die ihr in die Runde reintragt und legt damit nahe, dass sowas vielleicht wichtig oder möglich sein könnte. Das heißt, ihr selber könnt auch diese Kultur direkt in euren Runden beeinflussen. Und sei es bloß, dass ihr danach fragt, wenn ihr selber gar nicht Spielleitung habt. Das ist jetzt auch die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich der Frage, okay, jetzt wo wir ganz viel darüber nachgedacht haben, wo denn Konsens im Rollenspiel stattfindet oder verankert sein kann, wie lernt man das denn jetzt oder wie übt man das jetzt oder wie probiert man das aus? Das eine sage ich jetzt wieder nur kurz. Wir haben vorhin schon über die formalisierten Konsens- und Sicherheits Techniken gesprochen, die machen das halt sehr explizit, dass wenn ich sage, wir haben dieses Tool in unserer Runde, dann macht das, also wenn ich sage, in unserer Runde gibt es eine X-Karte, dann macht es sehr explizit, das ist in dieser Runde in Ordnung zu sagen, ich habe ein Veto für das, was gerade passiert ist, weil es mir damit nicht gut geht auf irgendeine Art oder weil ich es langweilig finde oder weil, ach, warum auch immer, so. Und dann findet ein Gespräch darüber statt, wie wir es stattdessen machen. So, das sendet einfach ein Signal über die Kultur, die wir uns wünschen in der Runde. Gilt natürlich auch für alle anderen Tools. Ich nenne jetzt die X-Karte nur beispielhaft für alles andere. So. Man kann auch, es gibt auch ein Spiel, was ich geschrieben habe, um das mit der X-Karte zu üben. Da poste ich den Link nachher auch ins Pad. Das heißt Improveto. Da macht man im Grunde zwei Sachen gleichzeitig, nämlich einerseits üben, improvisiert gemeinsam eine Geschichte zu erzählen und üben, diese Geschichte immer wieder durch Vetos zu unterbrechen und dann spontan anzupassen und weiterzuerzählen. Das ist im Grunde das ganze Regelwerk, das Ganze passt auf eine A4-Seite. Wie gesagt, Link poste ich ins Pad. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, das zu üben. Sowohl das Nein sagen als auch den Umgang mit diesem Nein oder den Umgang mit diesem Änderungswunsch und auch zu merken, da passiert gar nichts Schlimmes. Wenn jemand ein Element aus der Geschichte rausnimmt, dann geht gar nicht alles kaputt und alle sind sauer, sondern das ist voll okay und vielleicht entsteht am Ende noch eine viel coolere Geschichte, als man sich sie alleine ausgedacht hätte. So. Genau. Willst du was erzählen, Jasmin, zur Figurenebene? Das werde ich gerne tun, aber ich möchte erst Olaf dran nehmen. Oh ja. Mute dich. Danke, dass du darauf achtest. Danke, diesmal haben wir beide dran gedacht. Wichtige Nachfrage zur X-Card. Ich habe die X-Card anders gelernt. Eine X-Card erlaubt ausdrücklich nicht, dass danach darüber gesprochen wird, was schiefgegangen ist, warum irgendjemand die X-Karte gespielt hat oder was wir jetzt anders machen sollen, was eine Schwäche der X-Card ist. Ja, das möchte ich gerne sofort richtigstellen. Die X-Karte ist in erster Linie, also es gibt ein ausführliches Dokument zur X-Karte, auch das verlinke ich gerne. Das ist leider, ich weiß nicht, ob es schon komplett übersetzt ist, aber das ist verständliches Englisch. So, die X-Karte ist im ersten Schritt ein Signal, was ich setzen kann. Jetzt muss ich mal hier, also wenn ich jetzt sage hier, ich spiele die X-Karte oder ich tippe auf die X-Karte oder ich sage, ich will das Xen, heißt es erstmal nur Stopp. Dann sage ich,
ich möchte folgendes Element gerne rausnehmen, weil das muss ja geklärt sein. Wir müssen ja klären, ob jetzt der Name rausgenommen werden soll oder die Handlung oder der Ort oder weil das Ganze hat ja in einem Gesprächsfluss stattgefunden. Und natürlich ist es erlaubt, dass ich das erkläre, was rausgenommen werden soll. Und natürlich ist es erlaubt und erwünscht, dass wir darüber reden, wie wir weitermachen. Je nachdem, wie groß der Anlass der X-Karte gewesen ist, kann es halt sein, dass wir einfach sagen, ja, kann der Charakter anders heißen und nicht wie meine Großtante, ja klar, kein Ding, spielen wir weiter, dann heißt sie jetzt Anneliese statt Hannelore oder wie auch immer und wir spielen weiter, fertig. Das kann auch sein, dass wir sagen, okay, dann lass uns, wenn wir keine Spinnen wollen, können wir Käfer nehmen oder sind Käfer für dich immer noch zu krabbelig und wir reden vielleicht lieber von keine Ahnung, kleinen Pelzmonstern. So. Und müssen ja klären, wo beginnt wieder der Wohlfühlbereich. Und das Einzige, was die X-Karte verbietet, und das verbietet sie auch zu Recht, ist, dass irgendwer sagt, nee, jetzt aber klär aber erstmal, warum du das nicht willst. Das heißt, niemand wird gezwungen zu erklären, warum diese Grenze da ist, warum man irgendwas nicht möchte. Man darf es aber natürlich erklären. Manchmal ist es ja auch wichtig, dass ich einfach sagen will, hey Leute, das ist kein großes Drama. Ich will nur nicht, dass die Figur heißt wie meine Großtante, weil ich will nicht an meine Großtante denken gerade. Das ist ja in der Regel gar nichts Großes. Oder wenn ich einen eigenen Satz von mir selber nochmal korrigiere oder so. Das ist die X-Karte. Also da bitte nicht missverstehen. Das bedeutet nicht, ich X'e das und dann ist schweigen wir alle und machen irgendwo weiter, weil wir können ja nicht hell sehen, sondern wir müssen natürlich geht das Gespräch danach weiter und das ist halt auch wichtig, dass es danach weitergeht. So. Beantwortet das deine Frage? Leider nein. Ich habe das in Texten anders gefunden und auch am Tisch die Befürchtung, dass es oft so nicht funktioniert. Die X-Karte hat wie alle Safety Tools Grenzen. Wenn eine Person tatsächlich angefasst ist und nicht erklären möchte, was gerade das Problem ist, ist das natürlich legitim, hilft aber nicht. Ich X'e jetzt die Diskussion über die X-Karte. Perfekt. Weil lass uns das gerne an einer anderen Stelle besprechen, aber wir haben noch ein paar andere Sachen zu Konsens im weiteren Sinne im Rollenspiel und ich würde gerne das ungern abbrettern. Lass uns das noch weitermachen und hinterher entweder das hinten dran hängen oder es wirklich an einer anderen Stelle nochmal machen. Weil es ist ein wertvolles Gespräch, das zu führen, aber gerne nicht hier. Und jetzt habe ich es erklärt, aber freiwillig. So. Ja, Genau. 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 Und gesagt, Wo was ich waren stattdessen wir? möchte, nämlich weiter mit unserem Thema machen. Und wir waren bei der Figurenebene im Spiel. Und Jasmin wollte was dazu sagen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir wieder einsteigen würden. Ich würde einfach auch in Anbetracht der Zeit den nächsten Themenbereich nehmen, Do nämlich it. wie kann man halt im Rollenspiel Konsent lernen und erproben? Und da sehe ich auch eine der großen Stärken von Rollenspiel für den Edu-Bereich, weil Rollenspiel eben eine sehr gute Möglichkeit ist, ja, Konsent in Situationen, die natürlich können uns Geschichten auch sehr emotional berühren, aber vergleichsweise Low Stakes sind, zu erproben und eben Situationen zu finden, in denen es sinnvoll ist, Nein zu sagen oder in denen es angebracht ist, die eigenen Wünsche zu formulieren und mit den Reaktionen der Mitspielenden darauf umzugehen. Und das ist etwas, was ich zumindest sicherlich durchs Rollenspiel so nebenher mitgelernt habe, aber wozu man natürlich auch Rollenspiel gestalten kann, um ja praktisch Konsent zu erproben. Das ist auch etwas, was eben sozusagen auf einer abstrakteren Rollenspielebene oft vor zum Beispiel intensiven Labs gemacht wird, dass man halt erstmal in Rollenspielsituationen Konsent übt, also das Nein sagen aktiv üben, aber auch das Nein hören Und aktiv das Ja üben sagen und und das das Ja Ja sagen. hören. Genau, beides. Übt, um halt ja reinzukommen in diesen Modus, damit man ihn eben präsenter hat, wenn man dann ins tiefe, immersive Spiel hineingeht. Ja, Und auf jeden Fall. Genau, du wolltest noch weitermachen, Jasmin. ich, ja, ich glaube, prinzipiell hilft es immer, wenn man halt Konsent
zum Alltag macht für sich. Und auch da kann halt Rollenspiel helfen, wenn man einfach nicht aufhört, nachzufragen, ob Dinge gerade okay sind. Dann, das zieht sich halt dann so durch. Aber ja, bitte, mach den Ich nächsten habe Punkt. auch in meinem Alltag tatsächlich, also wenn Leute wissen, was die X-Karte ist zum Beispiel oder eben andere formalisierte Safety-Tools, dann kann man die halt eben auch im ganz normalen Gespräch verwenden. So. Und oder halt sagen, das ist für mich rot oder das, nee, nee, alles im grünen Bereich. Das ist ja auch eine Ampelsymbolik, mit der wir oft einfach im Alltag auch schon hantieren. Und auch das ist ja ein Safety-Tool oder ein Konsens-Tool im weiteren Sinne. Und ich bin manchmal so ein bisschen irritiert, wenn Leute im Rollenspiel zu vergessen scheinen, dass Konsens ja ein ganz normaler Bestandteil von Miteinander ist. Also nachzufragen, ist das okay? Im Zweifelsfall nochmal was zu erklären oder zu merken, nee, das stimmt doch nicht, was ich behauptet habe. Ich korrigiere das oder ich habe eine bessere Idee als die, die ich vor 5 Minuten hatte. Können wir die nochmal, kann ich die neue Idee, können wir die neue Idee nehmen oder was nochmal neu zu machen, was beim ersten Anlauf nicht geklappt hat. Das sind ja ganz normale Dinge, die wir alle in unserem Alltag hoffentlich immer wieder tun. Und da sollten wir jetzt nicht aufhören, nur weil wir jetzt am Rollenspieltisch zusammensitzen oder im Call sitzen und spielen, ein Rollenspiel spielen und noch die Ebene unserer Figuren zusätzlich dazu haben. Und das finde ich oft wichtig, sich das klarzumachen, dass das ja nicht ein komplett getrennter Raum ist, in dem alles komplett anders ist als sonst so im Leben. So. Also das heißt, das, was wir im Rollenspiel lernen, das können wir in unserem normalen Leben benutzen und was wir in unserem normalen Leben benutzen an Konsens und Safety und Kommunikationstechniken, können wir natürlich auch im Rollenspiel verwenden. Also auf die Metaebene gehen und sagen, boah, ich merke gerade, ich bin, keine Ahnung, irrational wütend, lass uns mal kurz eine Pause machen, ich muss mich mal eben sammeln oder ich werde müde, lass uns das Gespräch heute aufhören und morgen weitermachen. Und so weiter und so fort. Das sind ja alles normale Verhaltensweisen von menschlichem, rücksichtsvollem Miteinander, was wir ja auch beim Spielen nicht aufhören wollen. Genau, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sehr auf die spielanalytische Ebene gehen und sich Spielmechaniken auseinandernehmen. Sozusagen, ich sehe mir bei dem Spiel, was ich spiele, an, wo sind Punkte, wo Leute Konsent geben können, wo sind Punkte, wo das Regelsystem dort eventuell im Wege steht, wie kann ich damit umgehen, was sind halt die Entscheidungspunkte, die mir die Regelmechanik bietet oder die mir das Setting bietet. Und worauf muss ich mich dahingehend vorbereiten? Da würde ich jetzt auch darauf verzichten, ein Spielsystem auseinanderzunehmen, um all die Entscheidungspunkte aufzuführen. Aber das ist halt ein Analyseinstrument, das man anwenden kann, um zu sehen, was machen die Spielmechaniken, die ich verwende, eigentlich gerade mit Consent? Und wie strukturiert das das Gespräch? Wie fühle ich mich damit? Also man kann eben auch den Umgang mit verschiedenen Wegen zur Konsentfindung ja, im Rollenspiel erproben. Also sozusagen, bin ich okay damit, dass wir demokratisch einen Caller gewählt haben, um dieses alte Beispiel wieder hervorzuholen und der am Ende die Entscheidung trifft? Oder ist das eine Form von Konsent, mit der ich schwer umgehen kann? Und ja, und so weiter. Es gibt da, das wäre eine eigene Session sozusagen, Beispiele von wie interagiert Consent mit Regeln aufzumachen. Aber ich denke, da wir jetzt noch so roundabout 10 Minuten Zeit haben, würde ich versuchen, eventuelle Fragen einzuholen, wenn es noch welche gibt. Aber natürlich, Andrea, Ja. bitte. Ich habe noch einen letzten Punkt, den wir gar nicht aufgeschrieben haben in unsere Vorbereitungsliste. Und zwar, dass natürlich in dem Moment, wo ich mir Regelmechaniken angucke, ist ja der Schritt zum eigenen Game Design, beziehungsweise zum Hausregeln, beziehungsweise zum Abenteuerschreiben oder was alles an Bestandteilen dazugehört, gar nicht mehr weit. Denn auch da muss ich mich natürlich immer wieder fragen, wer entscheidet Dinge? Entscheiden die Würfel, entscheiden die Spielenden, entscheidet die Spielleitung, entscheiden das andere Figuren, wer trifft Entscheidungen in einem Rollenspiel und will ich das überhaupt in meinen Regeln festhalten und wenn ja, in welcher Form? Ist das, wird das demokratisch entschieden? Gibt es eine Zufallstabelle? Gibt es Regeln, die sagen, wenn dies passiert, dann erzählt die Person und wenn was anderes passiert, erzählt eine andere Person? Und das sind natürlich auch Ebenen, wo
wir eingreifen können, entweder indem wir eigene Sachen schreiben oder indem wir eben uns bei den Spielen, die wir spielen, auch gucken, gefällt uns das eigentlich, wie das Spiel das macht, oder hätten wir das gerne anders? Und was, wie wirkt sich das auf das Spielgefühl aus, wenn wir es ändern? Also Hausregeln. So. Genau. Aber das nur noch als Nachtrag, und dann stimme ich Jasmin zu. Lasst uns gerne gucken, was habt ihr an Fragen oder vielleicht auch an Ergänzungen zu Dingen, die wir jetzt noch nicht gesagt haben, zum Thema Konsens im Rollenspiel. Ja, gut. Hey, meine Kamera funktioniert leider nicht. Das macht nichts. Genau. Also ich leite seit kurzem eine Spielrunde mit einfach mit befreundeten Personen von mir. Und da gibt es halt sehr viel so dieses, ich gehe mit denen sonst auch um in meinem Alltag, und deswegen gibt es da ganz viel so Wissen übereinander, und deswegen hat das da ganz gut funktioniert, so über Session Zero und so, da so Konsens zu etablieren. Aber ich bin gerade am Überlegen, eine Runde zu starten, quasi mit fremden Leuten, also Leuten, die ich nicht kenne und die sich untereinander wahrscheinlich auch nicht unbedingt kennen. Und ja, da habe ich so ein, also da will ich auf jeden Fall auch so eine Session Zero machen. Und da gibt es so eine Sache, die ich schon bei meinen Freunden so ein bisschen schwierig fand, dann umzusetzen als eine Person, die irgendwie sozusagen das Setting stellt, irgendwie als spielleitende Person, ist so Wünsche an die Geschichte, die so zu tun haben mit systemischen Diskriminierungen, wie irgendwie Sexismus oder Rassismus oder Homophobie, wo ich es dann manchmal schwierig fand, irgendwie so da Wünschen entgegenzukommen, weil ich so ein bisschen so gedacht habe, okay, aber ich bin selbst eine Person, die aufgewachsen ist in einem System, was sexistisch und homophob und rassistisch ist, und ich fühle mich nicht zu 100% in der Lage, mir eine Geschichte zu überlegen, die frei ist von diesen Diskriminierungsformen, einfach weil ich nicht denke, dass ich reflektiert genug dafür bin. Und da wäre so ein bisschen meine Frage, so, was ist eine gute Art und Weise, mit solchen Wünschen an quasi Geschichtsinhalte umzugehen? Ja, das ist meine Frage. Ich hoffe, sie war irgendwie verständlich. Ja, ich glaube, also prinzipiell erstmal, deine Limits als Spielleitung sind genauso valide wie die aller anderen, und du kannst auch deine eigenen Grenzen setzen. Der Wunsch möglichst, also der Wunsch ist natürlich nicht, also prinzipiell ist der Wunsch Perfektion natürlich, aber alle wissen, ist es nicht erfüllbar, und wir leben in einer sexistischen Gesellschaft. Und dennoch kannst du halt einfach dich ehrlich bemühen, es so diskriminierungsfrei wie möglich zu machen und diese Ismen in deinem Setting, in deinem Erzählen zu hinterfragen. Und es ist auch okay, diese Unsicherheit offen anzusprechen, zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes als Spielleitung, aber ich kann dir nicht garantieren, dass das jetzt immer gelingt, weil es gelingt ja auch eigentlich niemandem vollkommen diskriminierungsfrei in dieser Gesellschaft Dinge zu erzählen, einfach weil wir eben eine Prägung und Tropes und so etwas haben. Und wir können nicht erzählen von Grund auf neu erfinden für jedes Setting. Und demnach ist es okay, da auch einfach an Grenzen zu stoßen und es dennoch zu probieren, weil den Versuch halte ich für wertvoll. Ja, 100%. Und es ist auch okay, nach einer Spielsitzung zum Beispiel um Feedback zu bitten und zu sagen, wenn euch was auffällt, gebt mir bitte Rückmeldung oder macht mir Vorschläge, wie es stattdessen geht. Das ist ja auch eine gemeinsame Geschichte. Du machst ja die Geschichte nicht alleine, sondern ihr erzählt ja die Geschichte gemeinsam. So. Und ich glaube schon, also der Versuch, sich ernsthaft zu bemühen, es rauszulassen, bringt dich schon sehr, sehr, sehr viel weiter als viele andere Leute. Genau. Die Was gibt es Zeit. noch, genau, was gibt es noch an Fragen? Ich wollte jetzt nicht, Ich wollte sagen, die Zeit ja. gibt uns noch eine Minute, und die Oh ja. nutze ich ganz selbstsüchtig für Plugs. Ja. Denn wenn ihr Ja.
uns weiterhin finden wollt. Wir sind auf sozialen Medien unterwegs. Bei Andreas ist, glaube ich, momentan hauptsächlich Mastodon. Ich bin im Grunde überall zu finden. Wir verlinken da sicherlich Dinge. Wenn ihr uns noch mal weiterreden wollt, morgen kommt bei Nerd ist der Hobby eine Podcast-Folge raus, wo wir über Tavernenspiel reden, also einen ganz anderen Bereich von Rollenspiel analysieren, aber sicherlich auch hörenswert. Hört da Und es rein. geht auch um unausgesprochene Erwartungen und Spielstile und solche Dinge. Genau, und ja, Blood Bunny Games, ein sehr unterstützenswerter Verlag, wo Dinge, an denen wir beide mitgearbeitet haben, erscheinen und die ihr euch alle zumindest mal ansehen und wertschätzen solltet. Ja. Ja, und die beste Gelegenheit natürlich, Plot Bunny Games kennenzulernen und auch zu unterstützen, ist das Crowdfunding, was nächsten Mittwoch losgeht für Viva la Queer Bar. Das ist ein Erzählspiel um eine Queer Bar und ihr Team. Und das kommt auf Deutsch und auf Englisch raus als kleines Zine, also als Heft. Und das findet ihr bei Kickstarter unter Viva la Queer Bar. Das ist auch auf der plotbunnygames.com Website, ist alles verlinkt. Da findet ihr auch alle Social Media. Und wenn ihr die Plot Bunny Games Social Media gefunden habt, dann findet ihr auch meine persönlichen Social Media. Das ist nämlich alles gut verlinkt. Dann brauchen wir nämlich jetzt hier nicht 12.000 Links ins Pad posten. Aber die anderen Sachen kommen natürlich trotzdem gleich noch rein. Und wir gehen auch, würde ich sagen, nach der Sitzung nochmal durchs Pad durch. Ich weiß nicht, ob sofort, aber jetzt in den nächsten paar Tagen und gucken nochmal, ob sich irgendwo, wenn sich sachliche Fehler eingeschlichen haben, dass wir das korrigieren oder dass wir eben noch unsere ganzen Links und alles ergänzen, dass ihr hinterher da auch was habt zum Nachlesen.